Hallo und herzlich willkommen zu Videospaß mit Morgi und einer neuen Folge von South Park, The Stick of Truth. Ja, wie ihr seht, wir haben es geschafft, die Mädchen zu rekrutieren. Eine von den Mädels, die hier, ich weiß gar nicht, wie sie You should heißt. totally stay as a girl. It's so much better. Ich sollte voll ein Mädchen bleiben, sagt sie. Heidi Turner war die Two-Faced Bitch. Aber sie haben mir sofort wieder vergeben und sind jetzt wieder beste Freundin. Okay. Wie ihr seht, haben wir ihr Hammer-Outfit. Und zwar das Krabben-Outfit mit dieser super Perücke. Genial. Ja, dann schauen wir gerade nochmal rein in die Quest-Logs. Wir brauchen noch einen Obdachlosen und zwei Kiddies. Und wir können jetzt zurück. Kehre mit den rekrutierten Truppen zu Kyle zurück. Das werden wir gleich machen, aber ich möchte erst mit The allen girls will be reden. ready to help you whenever you need us. Ja, gut. You're totally caught. Ah, wir haben auch jetzt richtig gute Chancen bei den Mädchen. Thank you so much for clearing my name. Now when girls call me a whore, it's more in a joking way. Heidi's having a slumber party. Oops. I almost forgot, you're not a girl. Wahnsinn, was wir hier. Maustick! Was macht sie hier? Sie malt einen I Regenbogen. bet you're thinking about something totally deep right now. Ja, dann machen wir viel Spaß dann. Oh, genial, jetzt kriegen wir noch eine Rüstung. Valkyren-Stirnband, Valkyren-Rüstung und Valkyren-Handschuhe. Genial, eine Errungenschaft freischalten, kaufsüchtig. Also diese Valkyrenrüstung müssen wir natürlich auf jeden Fall noch testen. Aber ich möchte jetzt erstmal hier die Krabbenrüstung genießen, weil das sieht so. Vor allem die Frisur, schaut euch das an. Die Tommy-Perücke. So, dann haben wir mit allen gesprochen. I just posted the hottest picture of me. Aha. You're really different from the other boys. Like, you aren't even gross. Genial. Wir haben extrem viele neue Freunde auf Twitter. Was übrigens auch hier bei Videospaß mit Morgi der Fall ist. Und ich hab's gewusst, hier ist der Girls Room, klar. Ach ja. Ich Get you a bin so swirl in that klug. public bathroom over there one time. Kluk. Cartmans Kopf da reingesteckt. Was? Oh nee, Cartman hat deinen Kopf da reingesteckt, oder? Craig's so hot. Like he just doesn't give a Give a fuck. fuck. Hallo? 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 Erstmal ein bisschen MP auffüllen. So. Ja, wo wollten wir eigentlich hin? Was ist denn das da hinten? Ah, das kann man aufsagen. Warum rennt denn die Alte hier mal rum? Ist sie verrückt? Die Piraten? Dass die nicht dazu gehören, das wundert mich. Hallo? Have you seen the new Taco Bell yet? Incredible! Ja, den haben wir gesehen. Wir gehen doch jetzt auf jeden Fall mal. Ist der überhaupt richtig hier? Ja, zurück zu Kyle. Zu der Mr. Broblovski. Ihr müsst entschuldigen, ich nehme jetzt schon die fünfte Folge am Stück auf. Und so langsam wird's bisschen eng mit der Zungenbeweglichkeit. Aber ich hoffe, die Sprachverständlichkeit stimmt noch. Ja, jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht. Das kann ja wirklich nur bedeuten, dass wir jetzt gegen Kyle kämpfen können. Gegen Clyde. I guess this means we're friends for now, but I still don't like you, new kid. Aha. The well of insight says your future is cloudy. Oh wait, that's bird crap. Die Spirit Cave? Hey, Commander Douchebag! Where are the girls? Where are the girls? Need my help with anything? Nein. Perhaps you would like the services of a level 10 bard. I am a master in the art of songs, and you? Nee, das, also das Rumgestottere braucht. Entschuldigung, aber das brauchen wir jetzt gerade nicht. Ja, dann. Everyone listen up! The girls have agreed to fight by our side! The pirates and the Federation factions are standing by to fight as well, my lord! Then the time for talk is over! Let us all make haste to Clydehurst! Make haste to Clydes Haus. Sogar die Piraten kämpfen an unserer Seite. Was natürlich äußerst, na, wie sagt man?
hilfreich ist. Today we are not elves and humans. Today we fight as one. What we do here now will be written and sung about on YouTube for days to come. Yeah! Let us besiege the army of darkness with the courage of dragons. Let us delve their dungeon with swords and sorcery. Let us charge our shields and use photon torpedoes to vaporize the Klingons. Kevin, god damn it. Every fucking time, Kevin. God fucking damn it, seriously. I'm sorry. Armies of justice, prepare! Ready! And let's meet a plan! Die Schlacht wütet. Er ist, was ist hier los? Let's get it! Ow! I'm hit! They tore my costume! I worked really hard on it! You sons of bitches are gonna get what's coming to you! You don't have to... I hope you like dying. Was ist denn das hier? Boah. Is there anything you can do? No. Come on, let's tear these jerks a new asshole. Your word is the command, my lord. So, wir haben den neuen Zauber. Charge! Ist das krass. You take the tower from the inside. Me and the pirates are gonna scale it from the outside. Surrender or die. Aha. Was können wir hier noch machen? We're gonna cream you. Was? We're gonna cream you? Drachenschrei, Nagasaki, probier doch mal. Drop your weapons and walk away. Sound up, Sergeant. Da will ich doch irgendwas machen. You da jerks oben. Kicked the wrong team. Mhm. Aha. Er hat ja eine Wahnsinnsfestung gebaut. Surrender or die. Also, sie ist ja wirklich richtig hart drauf. Surrender or die. Alles klar. Dann können wir hier mit der Aliensonde hoch. Sehr schön. Sehr schön. Jetzt ist die Frage. Ah, jetzt probiere ich mal was. Das würde mich sehr interessieren. Ob ich das hinbekomme? Verstohlener Creature nämlich. Okay, ich glaube, ich will wieder ins Wasser locken. Ja, ja, und jetzt schnell hin. Das hatte ich nämlich vor. Das war gerade voll die Lache. Ach so, gehen wir mal hoch. Von Talanor, das tut mir leid. Ich will ihn nicht imitieren. Das ist mir so rausgerutscht. So gut, dann haben wir das auf jeden Fall erledigt. Und zwar sehr, sehr stilecht. Kann man da hoch? Kann man. Ah ja. Und hinein. Jetzt geht's ab. Ab in die Festung. Schaut euch das an. Die haben hier noch ein drittes Auge oben hin. Hingeklebt. Sollen das Zyklopen oder Triklopen sein? Ich weiß es nicht. Das müssen wir aufpassen hier. Dass die uns nicht mit ihrer Raketenbarrage... We're gonna eat your fucking soul. Bomb away. Yes!
Das war knapp. Ich hoffe, dass unsere neue Krabbenrüstung... I've killed way bigger guys than you. Well, the new kid has. Oh, die sehen krass aus. Lauter Bösewicht. Der ist ein böser... Was hat denn der da drin? Ich hoffe, das ist Wasser und nicht das, was ich denke. Jawohl. Schwarzmagier ist betäubt. Und Butters darf jetzt mal den... Professor Chaos rausholen. Let's see how you like dealing with me. Ich finde es so gut. Und der Hammer. Nochmal betäuben. Nicht schlecht. Die sind schon kaputt. Was ist er hier für einer? Schattenritter. Jawohl. Butters. By the hammer of righteousness. I just was seeing if it works. Ja, es hat funktioniert. Und da haben wir ihn schon erledigt. Sehr, sehr ordentlich. Oh, you think you're hot shit? So kann ich da oben irgendwas dagegen machen. Wow, das macht viel Schaden. Spielpfeile. Berserker. So, das haben wir auf jeden Fall geschafft. Judah Cabra Klaue. 100 Rüstungsreduktion. Sehr schön. Gut, dann. Was ist das? Orb of Destruction. Ach, das hätte ich vorher machen sollen, oder? Jawohl. Da geht's dann auf jeden Fall hoch. Da können wir diese Raketen schützen. We are the Dark Lord's Mighty was? Let me in! Schau mal hier, er hat hier einen Wrestling-Gürtel von der WTF. Die haben wir nämlich in einer Folge. Haben die wie die WWF World Wrestling Federation aufgemacht. Das ist die WTF gewesen. Make your move! Und den hat er an. Abreißer. Wilde. Und was haben die nochmal genau? Ah, die haben viel Rüstung. Gut, aber das macht gar nichts. Wir trafen sie nieder. Angriff verringert und betäubt. Und dann werden wir nämlich hingehen und... Pony einen reinrutschen. Das gab schon mal Bonusschaden. Der hier kriegt jetzt... Ach verdammt, auf konventionelle Art und Weise. Sauber. Also das Kämpfen klappt jetzt richtig gut schon. Sieg für die Gute! Yeah! Ja, und wo ist der andere? Das ist blöd, wenn sie so hintereinander liegen. Okay, was haben wir hier noch? Hey, sorry, das wollte ich nicht. Hier, da bedröppelt. Rausschaut. Den Orb of Destruction da hinten habe ich leider nicht benutzt, um die anzugreifen. Das war ein bisschen blöd von mir. Das ist klar. Toxic Waste. So, draußen ist die tiefe, finstere Nacht. Und weiter geht's. What the f...
Was ist denn hier los? Kitty Litter, was hatten wir hier für eine. Für ein. Ja, das ist eine böse Armee. Aha. Jawohl! Mein Unleben! Jawohl, da haben wir das. Vielleicht kriegen wir es noch mit dem Sneaky Squeaker. Schönen Tag. Und dann. Jawohl! Schnell! Ah, das probieren wir jetzt nochmal. Quicker. Optimal. Das freut mich jetzt richtig. Ausweis! Komm her. Ausweis! Die haben ja schon alle erledigt. Das ist echt dope. Ach du Liebe! Scheiße! Ich weiß nichts, aber egal. By the hammer of Venus! Ach! Den haben wir auch gepackt. Ja, ich find's toll, wenn man die Gegner hier so mit subtileren Mitteln als nur draufhauen besiegen kann. Oh, wer hat hier? Der hat lauter Tiere. Hat er hier. Fürchte nicht. Das könnte ich den ganzen Tag machen. So, wie komme ich jetzt da hoch? Muss ich hier in Nagasaki wirken? Das hat's wirklich in sich. We got your back, Pirates, help the commander! Ah, sauber, da kommen sie. Von draußen arbeiten sie mit, finde ich ja genial. Habe ich hier irgendwas übersehen? Ich hoffe nicht. Oha. Alright, here's the plan. Attack each tower and raise the gate so we can get into Clyde's lair. Maplebeard, clear the path! Yay! Geil, Ike ist Maplebeard. Boah. Drecksack. Au, guck mal. Aber die kämpfen richtig. Richtig, tapfer. Oh no! Yay! Und habt ihr gesehen? Die treten den noch! Ist das gut! So, was haben wir hier? Bist du durch? Nur mit Nagasaki, oder? Okay, das geht nicht. Da komme ich nicht durch. Dann muss ich hier wohl. So, was können wir jetzt da hinten machen? Nein, 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 hier, das Ding. Okay, das geht nicht. Dann gehen wir weiter in die Richtung. Ja.
Jawohl. Also es ist, gegen uns ist kein Kraut gewachsen mit dem Nagasaki-Angriff. Ritterhelm, oh. Es gibt so viel gute Sets hier. Und dahinter. Eine Kiste. So geil, wie sie ihn noch treten. Ja, ich will es eigentlich gar nicht aufhören gerade, ehrlich gesagt. Was kann man jetzt hier machen? Hier ist noch den. Hier ist noch ein Pokémon. Schuh! Yeah! Nur da hoch? Nur darüber? Ja! Perfekt! Ja, die Folge wird jetzt ein bisschen länger. Sei es drum. Hier stompen sie. Boah, 1600. Surrender, I will show you mercy! Angriff verringert. Senor Butters. Eine Runde Professor Chaos. Ich könnte hier. Ich weiß nicht, ich denke auch, ich bin echt hängen geblieben. Aber ich muss jedes Mal lachen. Oh, Meteor. Komm, hör mir auf. Ein weiterer Sieg für die Guten. Sehr schön. Scherbe der Krone des dunklen Lords. 400 Rüsse ignorieren, das ist natürlich stark. So. Und während hier Ike und die Kleine den Sechstklässler da zusammentreten, den Zyklopen, machen wir hier mal einen Cut. Und was sich im Inneren, im Herzen der dunklen Festung von Clive befindet, das sehen wir das nächste Mal, wenn es wieder heißt Videospaß mit Morgi. Danke fürs Reinschalten. Sollte es euch gefallen haben, dann lasst mir die Daumen da. Huch, Mikrofon. Und drückt den Abo-Button hart, denn der braucht das. Alles klar, bis dann, ciao.